Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei eHajo. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar einfach mal ein Status-Update-Video. Ich wurde gelegentlich schon gefragt oder immer wieder sagen Leute, ah, du wohnst so schön und mach doch mehr Dashcam-Videos und überhaupt. Und erzähl doch auch mal, was du generell so machst und deswegen jetzt mal ganz frei gesprochen hier dieses Video. Ich war mit dem Mountainbike unterwegs, habe meine Sony Action Cam unten dran gehängt, also ohne Gimbal, also es wackelt ein wenig, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und bin von hier vom Büro aus eine Runde gefahren, hoch zum Bichlersee hier bei uns, mitten in den wundervollen Alpen. Vom Bichlersee weiter Richtung Tatzelwurm, den kennen vielleicht ein paar, und dann die normale Straße runter. Gibt ein paar schöne Panoramaausblicke da und ich hoffe, ich habe die einigermaßen einfangen können mit der Kamera. Ja, das dürft ihr jetzt ertragen, dieses unglaubliche Panorama und diese Natur und dieses wundervolle Mountainbike-Fahren, während ich euch gerade mal erzähle, was hier so los ist. Also, diese Woche, wie gesagt, ein Status-Update-Video. Nächste Woche, am Samstag, werde ich vermutlich ein Video über das Netzteil bringen, das ich jetzt hier habe. Ich habe ja von Rigol ein Netzteil hier stehen und da werde ich euch einfach mal ein bisschen was erklären, wie das funktioniert und so. Und was mich aktuell so mit Abstand am meisten beschäftigt und alle, die mich so im Discord und Instagram verfolgen, haben es mitgekriegt. Ich habe aktuell ganz neu eine Bestückmaschine und einen Reflow-Ofen hier bei mir im Büro stehen. Und da bin ich gerade dran am Videos machen ohne Ende. Also freut euch drauf. Also ich freue mich mächtig auf Schneiden und so weiter. Ich habe weit über 40 GB Videomaterial mittlerweile. Ich habe Videos gemacht, wie wir sie ausgepackt haben, wie sie geliefert worden ist, wie ich sie in Betrieb nehme und so weiter. Und da schneide ich dann alles Mögliche zusammen. Und da gibt es dann eine richtig ausführliche Videoserie mit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Videos, die dann samstags dazu veröffentlicht werden. Dann ist natürlich immer noch diese Thematik, was ich oft gefragt wird, was machst du eigentlich hauptberuflich? Immer noch eHajo, also der Shop braucht natürlich auch seine Zeit, der nimmt mich aktuell sehr, sehr in Anspruch. Erfreulicherweise kriege ich gerade richtig viele Bestellungen rein. Wer den Shop noch nicht kennt, ne? eHajo.de, da findet ihr ganz tolle Bausätze, Lötübungen und so weiter. Und die sind mittlerweile echt gut überall an vielen Orten und in vielen Firmen auch, Schulen auch, gut im Einsatz, also wirklich richtig krass gut. Dann kommen natürlich noch so kleine Unschönheiten dazu, wie dass mein Laser gerade nicht funktioniert, weil ich den Ersatzfilter nicht herkriege, weil er einfach in ganz Deutschland nirgendwo bei keinem Lieferanten lieferbar ist. Und die ihn liefernd haben, die verlangen 300 Euro statt 50 Euro. Von dem her, naja, warte ich lieber ein bisschen, bis ich wieder meinen Filter, HEPA-Filter für meinen Aktivkohle Filter habe, damit ich wieder lasern kann. Deswegen sind auch gerade so ein Tick die Aliens und so gerade nicht lagernd, weil man sie halt einfach nicht lasern kann. Und ja, wir machen das wirklich alles bei uns hier im Haus. Wir lasern die Dinger aus dem Holz raus, wir packen die in die Tüten rein, wir kleben die Etikette drauf, wir verschicken die hier bei uns. Made in Bayern, direkt hier am Alpenrand, definitiv. Genau, so der Videoplan für die Thematik. Es gibt natürlich ein paar neue Produkte im Shop, der will natürlich auch immer wieder gefüttert werden. Ich habe jetzt eine ganz tolle Fadenumspulmaschine gekauft. Da gibt es jetzt dann neue leitende Fäden oder halt neu gewickelte leitende Fäden im Shop. Die werden auch nochmal, ja, also ich bin total begeistert. Mir gefallen die wahnsinnig gut. Und parallel dazu gibt es natürlich immer noch andere Dinge, die zu machen sind, so wie eben die neu angelegten Platinen, die es jetzt gerade so gibt, halt auch für die Bestückmaschine vorzubereiten, einzukaufen, Lagerhaltung. Aktuell warte ich noch auf einen Kompressor, damit ich überhaupt mal was anfangen kann mit der Bestückmaschine. Der soll dann jetzt die Tage kommen. Und ansonsten war es das eigentlich schon soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt mal dazu, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben oder E-Mail-Adresse steht, glaube ich, bei Info in der Kanalinfo. Dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, anrufen zu den Geschäftszeiten. Geht natürlich meistens auch. Ich muss allerdings dazu sagen, ich kann bei dem aktuellen, was ich aktuell alles zu tun habe, keine allgemeinen Fragen beantworten. Bitte darauf auch Rücksicht nehmen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie jemanden einen Vorwiderstand von einer LED ausrechnen oder so oder irgendwie was in die Richtung machen. Das geht definitiv
definitiv leider nicht, dass ich euch diesen Service einfach so anbieten könnte, dass ich das machen könnte. Genau, dann könnt ihr jetzt noch das Panorama genießen, könnt ihr noch ein bisschen mit mir mit dem Mountainbike mitfahren. Wünsche euch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann nächste Woche am Samstag wieder. Ciao!